Heute besuchen die Lost Place Tapes ein geschlossenes Klinikum, irgendwo in einem Kurort in Deutschland. Es ist bereits klar, dass der ärztliche Betrieb hier für immer eingestellt ist, denn das gesamte Areal mit all seinen Gebäuden wurde von einer ungarischen Investorengruppe aufgekauft, die es in einen Hotelkomplex konvertieren will. Auf dem Gelände treffen wir einen der Investoren an, der uns freundlicherweise gestattet, uns frei zu bewegen und sich sogar bereit erklärt, die Gebäude für uns aufzuschließen, sodass wir uns ein wenig umschauen können. Ausnahmsweise diesmal sogar legal. Unser erstes Ziel ist aber nicht die Klinik selbst, sondern die denkmalgeschützte Villa des Chefarztes. Unser ungarischer Reiseleiter erzählt uns, dass in den letzten Monaten immer wieder Bilder und Videos aus den einzelnen Gebäuden aufgetaucht sind und dass die Polizei deshalb eingeschaltet wurde. Aus diesem Grund sind wir umso entspannter, da wir mit Erlaubnis vor dem Hauseingang stehen. Bereits der Begriff Glocke zeugt von einem gewissen Alter. Mal schauen, ob jemand antwortet. Wir öffnen die Haustüre, nur um dahinter eine weitere Türe vorzufinden. Allein schon deren Gestaltung lässt vermuten, dass uns dahinter Großartiges erwartet. Der Ungar öffnet uns aber eine andere Türe. Und schon sind wir drin, in der Villa. Unser Ziel heute ist es, mehr über den Arzt und seine Familie herauszufinden. Aber zunächst einmal genießen wir einfach nur die Pracht der Villa. Siebenbürgen. Damit haben wir unseren ersten Hinweis. Im Arbeitszimmer versuchen wir mehr zu erfahren. Hier scheint es einiges an Material zu geben. Wir finden ein paar alte Fotos. Während des Zweiten Weltkriegs traten zigtausende Rumäniendeutsche als Freiwillige in die Waffen-SS ein. Ihre Gefallenenquote war überdurchschnittlich hoch. Dann entdecken wir einen Stapel Briefe, überwiegend Feldpost aus den Jahren 1943 und 1944. Und alle adressiert an ein Fräulein namens Rosemarie. In einem Brief vom 31. Dezember 1943, geschrieben nachts um 2:30, steckt auch ein Foto. Wir vermuten stark, dass das besagte Rosemarie ist. Und dann ist da noch das Bild von Heinz, der viele Briefe an das Fräulein verfasste. Eine nette Sache finden wir noch. Schon damals wurde offensichtlich getrennt. Ob das ein Familienfoto aus Siebenbürgen ist? Dieser alte Mann hier könnte auf jeden Fall Heinz sein. Naja, und das eben seine Zähne. Ein Deutschlandmagazin aus dem Jahr 1992. Damals war Kohl noch Bundeskanzler. Und so etwas haben wir zuvor noch nie gesehen. Eine Magnettonplatte für ein Diktiergerät. Im Prinzip war das der Vorläufer der Diktiergeräte, die auf Band aufzeichneten. Sehr nostalgisch, sehr selten. In einem der vielen Bücherschränke eine weitere Perle. Eine Originalausgabe von Waldemar Bonzels Kinderbuch Die Biene Maya aus dem Jahr 1918. Bevor es weiter nach oben geht, noch ein kurzer Blick auf den Ofen. Und an dieser Stelle auch die Erklärung, wieso wir die Villa Leberpapst genannt haben. Der letzte praktizierende Arzt der Klinik, der hier in der Villa wohnte, war über die Landesgrenzen hinaus bekannt für seine besonderen Kenntnisse und Erfolge auf dem Gebiet der Lebererkrankungen, woran übrigens in Deutschland 5 Millionen Menschen leiden. Aus dem ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus kamen Menschen in den Kurort, um sich vom Leberpapst behandeln zu lassen. Es gab nur ein Problem. Sein Verhältnis zu den Krankenkassen war zwiespältig,
was im Endeffekt zum Niedergang und der daraus folgenden Insolvenz der Klinik führte. Seit circa 2 Jahren ist das Sanatorium deshalb dauerhaft geschlossen. Hier oben finden wir noch eine zweite Magnetonplatte. Wie interessant wäre es, die Nachrichten darauf zu hören. Direkt daneben liegen noch 2 Bücher. Das obere listet die Einnahmen eines Jagdhauses auf, beginnend ab Januar 1958. Darunter ein Ausgabenbüchlein, 10 Jahre später. Auf einem Tischchen liegt noch ein ganzer Stapel richtiger Schallplatten. Wie bereits anfangs erwähnt, soll jetzt wieder Leben in das Klinikum einkehren. Aber was passiert mit der Villa? Darüber konnte oder wollte uns der Investor keine Auskünfte geben. Sollte die Klinik wirklich wieder als Hotel betrieben werden, könnte die Villa als Sitz der Verwaltung dienen. Es wäre einfach schade, wenn solch ein tolles Gebäude leer stünde. Es wird sich schon eine Lösung finden. Wir schauen mal weiter. An einer Garderobe hängen ein paar Pelzmäntel. So etwas ist heute gar nicht mehr gerne gesehen. Wir wollen trotzdem mal kurz einen anprobieren. Also warm sind die Dinger auf jeden Fall. Wir werfen einen kurzen Blick ins Badezimmer. Interessant ist hier nicht nur die antike Waage, sondern auch die Handtuchtrocknung, die für damalige Verhältnisse sicher modern war. Durch Aufdrehen des Wasserhahns strömte warmes Wasser in die Rohre und trocknete die Handtücher oder irgendwelche Kleidungsstücke. Leider ist der Hahn inzwischen total verkalkt. Auch die Küche wollen wir uns schnell ansehen. Wie man sieht, wurde hier schon ordentlich gewühlt. Aber die Schränke sind immer noch voll mit feinstem Porzellan. Wenn man dem Aufdruck auf dem Boden Glauben schenken darf, wurde dieses Tafelservice extra für diesen Ort hergestellt. Der Küchentisch ist voll mit Tüchern. Vielleicht versteckt sich darunter ja was Spannendes. Den Wert von so etwas können wir leider überhaupt nicht einschätzen. An der Wand entdecken wir auch einen Kalender. 1987. 30 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Apropos Zeit. Es wird Zeit, das letzte Stockwerk in Angriff zu nehmen. Unser Schlüsselmeister wird ein wenig unruhig. Hier oben gibt es keine pompösen Räume mehr. Dafür ganz viele Zimmer, die voll sind mit irgendwelchen Sachen. Gehen wir einmal auf Spurensuche. Thank you.
Wir hatten das Jagdhaus, wir hatten entsprechende Bilder. Hier ist eine ganze Kiste mit Jagdtrophäen. Und ganz unten auf dem Boden lugt noch etwas heraus. Unser Arzt scheint wirklich ein begeisterter Jäger gewesen zu sein. Mit diesen Eindrücken nehmen wir die alternativen Treppen nach unten. Ein langer, dunkler Gang verbindet die Villa mit einem der Klinikgebäude. Vor dem Sanatorium treffen wir später noch den Neffen des Arztes. Er erzählt uns von weiteren Tunneln, die unter den Gebäuden existieren sollen. Aber leider haben wir dafür nicht die Zeit. Jetzt geht es erst einmal in den Klinikbereich. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Das seht ihr in der nächsten Folge. Wir hatten eigentlich fest damit gerechnet, eine sterile Klinik vorzufinden. Aber mit Sicherheit nicht damit. Und mit einem vollständig eingerichteten Restaurant erst recht nicht. Nicht zu vergessen, ein Schwimmbad. Allerdings momentan außer Betrieb. Liebe Freunde der Lost Place Tapes, wir würden uns freuen, wenn unser Kanal weiter wachsen würde. Doch dazu brauchen wir eure Unterstützung. Falls also noch nicht geschehen, klickt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke und empfehlt uns, wenn möglich, weiter. Denn jeder Klick zählt. Und immer schön die Augen offen halten.